Wer getrunken? Weißwein oder Rotwein? Weißwein, die Ecke ist gut. Ja, das stimmt. Es waren 7.350 Liter Weißwein und 6.280 Liter Rotwein. Also schon eine beachtliche Summe. Und bei dieser Zahl muss ich noch dazu sagen, der Jan und ich haben ja auch gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Wir haben gesagt, wir fangen gleich an mit der Rotwein-Diät. Kennen Sie die Rotwein-Diät? Man muss 3 Liter Rotwein am Tag trinken. Man nimmt nicht ab, aber ist immer gut drauf. Ja, vielleicht haben Sie es bei uns beiden gemerkt. Wir haben schon vor einer Woche angefangen in der Wintermannlage. Sie sollten es auch mal probieren. Das ist auf jeden Fall eine hervorragende Sache. So, die Zahlen haben wir mal zusammengerechnet und haben das Ganze nochmal aufbereitet. Das bedeutet, Sie haben insgesamt 21.480 Liter Alkohol getrunken. Was wiederum bedeutet... Wir hatten da jetzt... Laura war dabei. So, da können wir schon wieder 20 Liter wegrechnen. Das war die Dame hier drüben, hervorragend. Ja, nicht schlecht. Und wir haben das Ganze jetzt mal runtergerechnet auf unsere Passagierzahl, die wir gerade an Bord haben. Das bedeutet wiederum, dass Sie pro Gast pro Tag 2,3 Liter getrunken haben. Das ist der absolute Wahnsinn, das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber ich kann mir das Ganze auch erklären, denn meine Mama hat immer gesagt, Junge, wenn sie irgendwo warm ist, dann musst du viel trinken. Und Sie haben sich dran gehalten, das haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Ja, da möchten wir uns gleich an dieser Stelle bedanken, ne? Das ist so befolgt haben.